Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind im letzten Part ganz schnell hier in die Einklangspassage gelaufen, weil ich unbedingt das nächste Teammitglied fangen wollte. Allerdings kann ich euch jetzt gleich sagen, hier werden wir nicht unser nächstes Teammitglied fangen. Das, was ich hier eigentlich haben wollte, das habe ich jetzt wieder rausgestrichen. Und ich habe sehr, sehr viel überlegt, wie im nächsten Teammitglied. Und ja, inzwischen bin ich mir einig geworden. Und ich kann euch sagen, das nächste Teammitglied werden wir auch in diesem Part fangen. Aber nicht hier. Und zwar, wir waren ja ganz kurz schon im Wüstenresort. Dort werden wir das nächste Teammitglied nämlich fangen. Das ist das, was ich jetzt nochmal gewechselt habe, was ganz frisch wirklich in der Planung ist. Und ja, es war sehr, sehr schwierig, weil eigentlich wollte ich einen anderen Typen haben, den wir jetzt letztendlich nicht im Team vertreten haben. Und zwar kann ich das ruhig gleich mal sagen. Wer es nicht wissen will, der hört einfach mal kurz nicht hin. Stummt mal für 10 Sekunden. Und zwar ist es der Wassertyp. Den werden wir dann letztendlich nicht haben. Und dagegen habe ich dann halt einen anderen Typen getauscht, den wir dann nachher sehen werden. Gut. Hier habe ich mich jetzt auch so ein bisschen informiert, was das sein soll. Das ist wirklich etwas, was man aufbauen kann mit Geschäften, wie auch immer. Und das Pokémon, was ich haben wollte, das kriegt man irgendwo als Preis zufällig, wenn man halt einen bestimmten Rang erreicht hat. Hier. Und daher ist das eher nicht so meins. Auch zeitaufwendig, daher bin ich jetzt darauf halt erstmal davon weggegangen. So. Dass wir das nächste Teammitglied auch gleich fangen können, das ist auch durch Zufall entstanden. Ich habe so geschaut, ja, dieses Pokémon sieht interessant aus, das könnte ich nehmen. Wo kann man denn das fangen? Weil das habe ich bei jedem Pokémon geschaut, wo man das fangen kann. Wie hoch sind da die Trainerlevel und so weiter und so fort. Und habe so gesehen, oh, Wüstenresort, das kenne ich doch. War das nicht da, wo wir im letzten Bad waren? Ja! Naja, gehen wir jetzt hier wieder raus zum Wüstenresort rüber. Und dann werden wir mal schauen. Hier ist Route 4, die haben wir ja fertig erkundet. Und dann hier links war es Wüstenresort, wo wir eigentlich sowieso lang wollten. Weil ich dann unbedingt zur Einklangspassage wollte. Ja. Ist das dann ein bisschen doof gelaufen? So. Hier könnte irgendwas versteckt sein? Ne? Ich weiß nicht, ob das gleich hier auch auftaucht. Auftaucht, ja natürlich. Auftaucht? Dieses ist es nicht. Könnte nämlich sein. Ja, notfalls gehen wir halt nach unten. Oh, das, im Touchscreen wird das Wetter angezeigt. Cool. Hier kommt nämlich erstmal ein Doppelkampf. Okay, sind die Pokémon... Ja, gut, es geht. Aber trotzdem, den Doppelkampf werden wir... Verstehen? Oh, das Wüstenresort ist so groß und beheimatet so viele starke Pokémon, dass es der ideale Ort ist, um sein Können auf die Probe zu stellen. Wenn du durch das Tor gehst und immer weiter nach Norden läufst, erreichst du irgendwann den alten Palast. Cool. So, ich möchte noch mal kurz was gucken. Wegen dem Fundort hier. Okay. Hier können wir das nämlich noch nicht fangen. Man muss erst ins Wüsteninnere reingehen. Genau. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Das ist ja hier der Eingangsbereich. Oh, okay. Okay, das wird so abgetrennt halt jetzt hier. Okay. Dann gehen wir mal hier durch und dann scheint das Wüsteninnere da zu sein. Hoffe ich. Was hat sie denn eigentlich hier zu sagen? Der alte Palast im Wüstenresort ist wirklich in einem schrecklichen Zustand. Die Zeit geht an nichts und niemanden spurlos vorbei. Traurig, aber wahr. Bestimmt. Ich komme gerade von der Nachhilfe. Es ist schon, dass man in Wüstengebieten genau wie in Höhlen überall damit rechnen muss, wilden Pokémon zu begegnen. Man sollte auch wissen, dass man zumindest dort, wo der Sand etwas heller ist, in Kämpfen verschont bleibt. Okay, gut zu wissen. Auch hier dann? Werden wir dementsprechend auch hier schon gegen Pokémon kämpfen? Weiß ich nicht. Ja. Hier. Wollte ich gerade sagen, hier ist so eine Trainerin. Hat die mich nicht gesehen, aber warum hat sie sich wieder weggeschaut? Vielleicht ist der Sand so dicht, der Sandsturm, dass man wirklich keinen aus der Entfernung so sieht. Kann ja sein. Ein Pi, wie süß. Ist doch gefundenes Futter für Jonas. Ja, da kann er ja auch mal ein paar Mal Megasauger jetzt hier einsetzen. Ein paar KP wieder gut gemacht. Ist zwar nicht viel. Gut, Zauberblatt hat er.
Okay, nice Attacke. Hätten wir auch gerne. Aber ist nicht. Leider. Ich weiß, andere Attacken wie Rückkehr wären stärker, aber ich möchte die KP von dem Pi haben. Natürlich könnte ich auch warten, bis irgendein Wasser-Pokémon kommt, aber... ja. Ja, jetzt setze ich mal Rückkehr ein, weil diese paar KP, auf die verzichte ich da jetzt. Gut, dann will ich mal dein Team heilen. Bei mir ist es... ah, das ist... geil! Jemand, der unser Team heilt. Ständig? Also jedes Mal, wenn wir sie ansprechen? Das wäre schon cool. So, ich laufe mal jetzt hier mal ein bisschen durch. Ich möchte mal sehen, was jetzt hier ein was für ein Pokémon auf uns zukommt. Okay, das kenne ich nicht. Marakamba. Okay. Da flüchten wir aber auch, weil ich möchte nur gegen die kämpfen. Oder gegen das antreffen, welches wir fangen wollen. So, hier ist noch ein Trainer. Ja gut, gegen den kämpfen wir auch noch. Ah ne, hätte ich doch nur ein paar Wasser-Pokémon dabei, dann würde ich mich jetzt nicht so schwer tun. Ja. Hätte, Fahrradkette. Kennt man ja. Das ist es auch nicht. Ein Garnovil hat mir auch schon öfters gesehen. Ja, hier kommen dann auch dementsprechend viele Wohn-Pokémon auch zutage. Garnovil ist ja, glaube ich, vom Typ Boden und Licht oder so, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht irre ich mich auch, wenn ich mich natürlich irre, könnt ihr mich jederzeit berichtigen. Ein Simvolara. Ui. Habe ich auch gesehen, dass es das hier zu fangen gibt. Also eigentlich ein mega geiles Pokémon. Bei Simvolara hatte ich auch kurz überlegt, ob ich das mit ins Team nehme. Das war mal in einer der Endphasen meiner Entscheidung. Aber hat es dann nicht geschafft, letztendlich. Aber es kommt ein anderes Psycho-Pokémon ins Team. Welches wir, glaube ich, auch bald antreffen sollten. Aber ein bisschen dauert es noch, glaube ich. Ein Flampion, ja gut. Level 23 sind die Gegner. Auf welchem Level sind wir? 26. Das passt doch. So, Rückkehr mal hier einsetzen. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Feuer-Pokémon ist. Ich glaube ja! Feuerschlag. Das tut weh. Das tut weh. Aber der Trainer hat, glaube ich, nur ein Pokémon da, ja. Wir es schnell noch besiegen. Genau. Auch Sandsturm würde uns jetzt nicht so viel Schaden machen, dass irgendwas besiegt ist. Vorsicht vor Verbindungen. Oh, eine Frage, ja, Berge. Bäre. Ja, genau, wenn ein wenn ein Pokémon Verbrennung kriegt halt, können wir es damit heilen, was so cool ist. Wir rennen noch mal kurz zu der Heilerin zurück, aber ich wechsle mal kurz zu René, dass wir jetzt auf das spezielle Pokémon treffen, was wir fangen wollen, und dann haben wir keine KP dafür. Aber das ist Ehrenmove von ihr. Finde ich auch immer cool, wenn man wirklich da noch jemanden antrifft, weil ich hätte jetzt, um ehrlich zu sein, richtig wenig Bock, zum Pokécenter zurückzulaufen. Ach nee, nicht schon wieder ein Granovil. Das Problem ist, dass unser Pokémon eine relativ niedrige Fangrate hat. Oder nicht Fangrate, sondern Antreffrate. Also relativ gering die Chance, dass wir es antreffen hier. Das heißt, wir müssen öfters hier mal rumlaufen. Werde ich jetzt auch mal ein bisschen machen. Man hat vielleicht jetzt eben, dass ich schon vermehrt hier ins hohe Gras bin. Oder was ist hohe Gras? In den Sand? Das ist ja hier kein Gras, Mann! Es ist hier eine Wüste. Aber theoretisch könnte ich auch gleich weiter zum nächsten Trainer. Ja, genau. Mehr. Oh. Egal. Schon wieder ein Simvolara. Da flüchten wir mal sofort. Weil... Psycho ist effektiv gegen Lucario, soweit ich weiß. Deswegen gegen den Kampftyp. Was mit Stahl ist, weiß ich nicht. So, kämpfen wir erstmal gegen diesen Trainer. Dass wir nebenbei so ein bisschen weiterkommen, auch, aber auch immer schauen,
ob wir vielleicht unser nächstes Teammitglied antreffen werden. Magby? Ja. Da ist natürlich auch Feuer sehr effektiv gegen Kario, wegen dem Stahltyp. Aber wir haben keine andere Wahl. Kommt Kraftwelle. Und das ist weg. Ein Glück ist Kraftwelle schon eine gute Attacke. Gibt bessere Kampfattacken, ich weiß. Oh, noch eine Frage, ja, Bärbe. Okay. So, ich nehme jetzt extra den Weg, den ich sonst nicht nehme. Und zwar durch den Sand. Durch den hohen Sand. Ja, ich habe aber auch nachgeschaut. Man kann es fangen. Das sieht nach dem Wüsteninneren aus. Ich kann nochmal kurz schauen. Also hier Wüsteninneres, da kommt Dranowild da dran, genau. Sondern hatten wir schon Maracamba, Symbolara. Ah. Dann Garnowild kommt halt zu 30% hier vor, also halt zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Dann nochmal. Leider auch nicht unser Pokémon. Dann kämpfen wir erstmal gleich gegen den nächsten Gegner. Ah ne, das ist kein Gegner. Du bist erst die zweite Person, die sich die Mühe macht, mich mal anzusprechen. Ich bin echt mächtig gerührt. Bitteschön, das ist für dich. Pudersand. Ah, Pudersand, war das zum Verkaufen da? Gibt es ein Pokémon Pudersand zum Tragen, so steigert dies die Stärke von Brunat? Oh, nee, stimmt. Ja, cool. So, hier, keine Ahnung, ob hier sonst noch weiter was ist. Dampion, ja, taucht zu einer Wahrscheinlichkeit von 20% auf. Übrigens, was mir gerade so einfällt, was hält ihr davon, wenn ich zu jeder Route, wo wir jetzt hingelangen, jetzt natürlich nicht rückführend auf die letzten Routen, aber jetzt so, öfters mal anspreche, was für Pokémon dort auftauchen, wenn ich euch das einfach mal sage. Kann ich ja zum Beispiel hier jetzt mit dem Wüstenresort machen, zumindest erstmal für den Eingangsbereich, bis wir dann unser Pokémon gefangen haben. Und zwar beim Eingangsbereich kommen Garnowill hervor, Flampion beide zu 30% und dann kommen noch vor zu jeweils 10% Maracamba, Zurukex, Sandan und Litumid. Vielleicht auch für euch interessant, was man so für Pokémon jeweils antrifft. Habe ich natürlich jetzt nicht für die letzten Runden gemacht, weil es halt so eine spontane Idee ist. So, Kraftwelle, ich weiß nicht. Aber das ist Gesteinflug, also müsste Kampf normal effektiv sein? Nee. Da habe ich mich wohl geirrt. Aber ist ein Glück paralysiert. Ja, Flugattacken sind halt auch gegen beide sehr effektiv. Gegen Jonas und gegen René. Aber das war ein Glück, ein Volltreffer, sehr schön. Maracabaya. Machen wir mal mit René weiter, weil René ist fast auf Level 27. Das war auf jeden Fall Geist. Da kann ich... Shit. Der war Geist, habe ich mir relativ sicher. Aber da hatte ich auch mal überlegt, ob der mit ins Team kommt. Naja, kann ich mit René rein gar nichts anfangen. Mit Jonas muss ich halt dann... eine Dingsattacke einsetzen. Eine Pflanzenattacke. Megasauger. Damit wir auch ein paar KP wieder zurückbekommen. So, Irrlicht? Nee. Dann machen wir mal Grasmixer. Ich möchte jetzt hier kein Risiko eingehen. Grasmixer ist immer noch stärker. Oh, das merkt man noch. Das merkt man noch. Nachtnebel. Aber wir können es auf jeden Fall besiegen. Oder der Sandsturm macht's. Auch nicht schlecht. So, Level 27, wunderbar. Bei René immer noch keine bessere Attacke. Ich werde jetzt wieder zu René wechseln. Oder wir sind ja immer noch bei René, stimmt. Ich werde nochmal zur Heilerin zurückkehren und mal kurz Jonas einweihen. Da möchte ich jetzt nicht die Tränke
verschwenderisch eingehen lassen. Oh, nicht schon wieder ein Ganomel. Ist nervig. Also unser Pokémon, was wir fangen wollen, hat eine Fangrate, eine Häufigkeit, so, warum komme ich auf Fangrate? Eine Häufigkeit von 5%. Bedeutet, alle 20 Pokémon findet man vielleicht das Pokémon, was wir suchen. So, da ist auch ein Litomid. Häufigkeit von 10%. Ich werde das dann, wie gesagt, wenn unser Pokémon dran ist, nochmal zusammenfassen, was man hier im Wüsteninneren antreffen kann. Dann gibt es hier noch irgendeine NS-Pokémon steht hier. Keine Ahnung, was das für Pokémon sind, die man irgendwie einmalig antreffen kann. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sind das einerseits Ganoville, Flampion, Flampivian, Zurückhex und Symbolare. Also, was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Hätte NS vielleicht Nintendo Switch oder so? Keine Ahnung, was das heißen könnte. Noch ein Litomid. Oh komm, wir haben jetzt schon so viele getroffen, die zu 10% Häufigkeit hier anzutreffen sind. Da werden wir dieses 5% hier Pokémon doch auch mal antreffen. Ey. Ja gut, wir gehen jetzt erstmal weiter, natürlich durch den dicken Sand hier. Und schauen mal, was man so erreichen kann hier noch. Wo man noch hingehen kann. Jetzt zum Beispiel dich hier. Trainer, nee. Wenn es jemandem gelingt, die Stärken seiner Pokémon geschickt auszuspielen, kommt es mir oft auch schon wie eine übernächtliche Fähigkeit vor. Okay. Hier ist irgendwas. Ach, hier geht's rein. Das ist der alte Palast. Da will ich aber noch nicht rein. Dann sind wir hier auch fertig. Ja gut, dann werden wir erstmal dementsprechend hier erstmal ein bisschen suchen. Notfalls muss ich schneiden. Hier geht's noch ganz weit nach links. Nugget, ja, können wir verkaufen. Kriegen wir Geld für. Sind hier noch ein paar Rie. Hier ist ein Trainer auf jeden Fall. Oh, der klingt ganz schön, ja, mysteriös so. So psychisch so ein bisschen, ja doch, Psycho. Was ist das für ein Vieh? Somnian. Kenn ich nicht. Machen wir mal Rückkehr, ich habe jetzt wenig Lust auf hier noch zu wechseln. Ja, Sendkopfstoß. Das ist eine sehr starke Attacke. Hä? Warum ist das nicht sehr effektiv? In den Stahltyp? Das kann natürlich sein. Bei Psycho ist eigentlich gegen Kampf sehr effektiv. Ja gut, gut zu wissen. Man merkt so ein bisschen daran, dass ich halt auch aus Pokémon so ein bisschen raus bin. Ich da erstmal wieder reinkommen muss. Hier gibt es noch eine Menge. Hier und links zum Beispiel. Also wir sind doch noch nicht ganz hier durch. Ganz Symbolara. Ich schaue ja ganz richtig, das ist ganz klar. Hier steht auch nichts, dass man das nur in der Nacht antreffen kann, bliblablub. Oder nur da und da. Ein ganz normales Pokémon. Ey, ich schaue jetzt hier nochmal. Ich will das Pokémon halt haben. Dass wir auch vielleicht schon mal ein bisschen trainieren können damit. Weil das wird natürlich auf einem unteren Level sein. Nicht bei uns auf dem Level angepasst. Popo-Stück. Kann man aber auch verkaufen. Ja, wenn wir dann, sobald wir mal wieder beim Poké-Center sind, mal schauen, was man so alles verkaufen kann. Dann kann man nochmal ein bisschen was kaufen. Interessant, hier gibt es auch beim Wüstenresort kann man als Schwarm auch noch einen Hypoterus antreffen. Allerdings auf Level 40 bis 55. Wahrscheinlich erst dann irgendwie später.
Nur gegen den haben wir anscheinend gekämpft. Dann bist du dran. Ein einziges Pokémon. Ach, ein Litomid. Passt ja irgendwie. Eine Kampfattacke und das ist, glaube ich, weg. Oder? Mal sehen. Nee. Ist nur ein normaler Effekt. Den weiß ich auch nicht, welcher Typ der ist. Boden, Boden, Wasser vielleicht? Weil wegen Krebs. Keine Ahnung. Hätte man ja mit Jonas mal ausprobieren können. Ja, ich wechsle sowieso jetzt erstmal zu Jonas rüber. So. Dann das nächste wilde Pokémon. Ey, schon wieder das scheiß Ganoville. Wisst ihr was? Folgendes. Ich werde jetzt noch ein Pokémon schauen, oder ein wildes Pokémon. Und dann werde ich die Speed-Taste benutzen. Also nach diesem wilden Pokémon, wenn es jetzt das nicht ist. Ist es nämlich nicht, dann werde ich jetzt die Speed-Taste benutzen. Es ist ein bisschen schneller, aber wir kommen dadurch ein bisschen schneller voran. Ist nur ein... Und auch euren und unseren Zweck generell, dass wir hier mal ein bisschen Zeit gewinnen. Weil guckt mal, wie lange wir sonst hier hätten warten müssen. Und da ist es! Ja, passt doch! Und zwar wird das nächste Teammitglied ein Knackleon sein. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal Knackleon, kämpfen werde. Ich werde gerade angeschrieben. Boah, das war knapp. Aber dann können wir das jetzt auch fangen. So, Pokéball. Das nächste Teammitglied. Das Problem ist, ich muss jetzt erstmal überlegen, welchen Namen gebe ich denn dort? Welchen Namen verpasse ich ihm? Ist ein Boden-Pokémon? Ich habe ja jetzt, vorhin gesagt, zu dem Typ, was ich eigentlich fangen wollte, habe ich jetzt eine Alternative. Und zwar habe ich jetzt Boden, was vorher noch nicht war. Knackleon entwickelt sich weiter zu einem Boden-Drachen-Pokémon. Und daher ist das schon ganz schön geil dann. Also als Knackleon weiß ich nicht, wie stark das sein wird. Mal sehen, vielleicht werden wir mit Knackleon ein paar Probleme haben, weiß ich aber noch nicht. So, Spitzname. Ich denke, ich werde dieses Knackleon nach meinem Admin benennen in meinem Server-Team. Genau. Das ist der Nico. Er selber macht ja auch viel YouTube. Ich weiß nicht, ob er selber was mit Pokémon am Hut hat. Aber ja. Gib ihm einfach. Obwohl, das ist ein weibliches. Dann wieder weg. Weil. Ich möchte Nico jetzt nicht weiblich machen. Dann wird Nico vielleicht ein anderes Pokémon. Dann wird es zu Michelle. Supporterin bei mir im Team. Und Michelle kenne ich auch schon jetzt inzwischen sehr, sehr lange. Und wir sind sehr, 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 sehr gute Freunde. Daher, hallo Michelle. So, natürlich ist jetzt dieses Pokémon einerseits geschwächt ordentlich. Andererseits müssen wir das jetzt auch nebenbei trainieren. Ich werde jetzt hier kurz an Land gehen und werde kurz zurückgehen zu der Heilerin. Hier kann man ja oben laufen. Ach, das wäre jetzt ein Berg. Ach Mist. Jetzt will ich kein wildes Pokémon mehr antreffen. Ja, und dann kann ich ja auch schon mal vorlesen. Was man noch hätte. Also welche Pokémon man noch getroffen hätte. Eigentlich haben wir schon sogar schon alle gesehen. Also zu 30% kann man, wie gesagt, Ganoville antreffen, den wir auch hier gerade angetroffen haben.
So, wo ist denn hier die Heilerin da unten? Dann zu 20% kann man Flampion antreffen, zu 15% Sandan, zu 10% jeweils Maracamba, Symbolara und Litomit und dann halt zu 5% Knackleon. Das hat so ewig gedauert, wirklich zu entscheiden, welches das nächste Team sein wird. Und es ist schön, dass es jetzt ein Knackleon geworden ist. So, andererseits wäre es vielleicht ganz klug, Knackleon auch dementsprechend, also Michelle, mal nach vorne zu packen. Gut, Knackleon sieht vielleicht jetzt noch nicht ganz so weiblich aus, aber ja, die Weiterentwicklung könnte man als weiblich bezeichnen. Ich werde dementsprechend jetzt auch keinen Schutz einsetzen, damit Knackleon gegen ein paar wilde Pokémon kämpfen kann. Allerdings sind Volara. Ich weiß nicht, was hat ein Knackleon jetzt hier überhaupt für Attacken? Vielleicht auch eine Gesteinsattacke wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil Boden wird es da jetzt nicht treffen. Oh, eigentlich schöne Attacken. Aber wir flüchten mal. Weil gegen Symbolara will ich dann doch nicht kämpfen. So, hier hinten. Da rechts könnte noch was sein. Da ist. Ah, ne, da geht's nicht durch. Okay. Dann, ich glaube, unten links war noch ein Trainer. Da, wo man reingehen hätte können. Und gegen dich haben wir auch noch nicht gekämpft. Okay, dann let's go. Ja, wer nicht wissen möchte, was für ein Typ jetzt nicht ins Team reinkommt, bitte nochmal kurz 10 Sekunden stumm machen. Oder ein bisschen. Ich werde das. Oder schaut öfters mal jetzt rein, 10 Sekunden so circa. Und zwar hatte ich ja geplant, Wasser mit reinzunehmen. Jetzt als Alternative Boden, damit wir was gegen Feuer-Pokémon haben. Weil ich hatte so überlegt, wir haben ja nichts gegen Feuer-Pokémon. Momentan. Ja. Und jetzt ist halt dementsprechend Boden reingekommen. So, ein Garnovil. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Pokémon ist. Oder was für ein Typ. Wir probieren einfach mal Dampfwalzer. Ich kann ja mal kurz nachschauen. Wir sind ja hier gerade auf Pokewiki. Garnovil ist vom Typ Boden und Licht. Ja, dann. Oh, macht trotzdem viel Schaden. Das ist sehr schön, obwohl es ein Level höher ist. Itemsperre, ja gut, kannst du ruhig machen. Stimmt, apropos Item. Wir können ja dann Michelle mal gleich das Pudersand geben, damit Bodenattacken noch stärker sind. Das machen wir sofort. Das ist ja sehr, sehr gut, dass wir das auch gerade frisch bekommen haben. So, Pudersand da. Eben. Michelle. Trägt bereits Pudersand. Lol, wir haben zweimal Pudersand. Okay. Das wilde Pokémon an sich hatte schon Pudersand. Ist ja cool. Ich muss mal kurz auf die Aufnahme schauen, nicht, dass wir überziehen. Oh, wir überziehen schon längst. Gar nicht mitbekommen. Dann geht's im nächsten Part weiter. Im nächsten Part weniger wilde Pokémon-Kämpfe. Das war in diesem Part einfach mal notwendig, weil wir das nächste Teammitglied haben wollten. Und endlich haben wir 3 Teammitglieder. Freut euch auf die nächsten Parts. Und bis dahin. Ciao.